Raus aus der Angst. So kannst du Angst für immer loswerden und mehr innere Kraft finden. Ein junger Student ist auf dem Weg in eine große Stadt. Am Stadttor im Schatten sieht er, der Tod sitzt hier. Er setzt sich zu ihm und fragt ihn, was machst du hier? Der Tod sagt zu ihm, ich gehe jetzt gleich in die Stadt und hole mir 100 Leute. Der Student springt auf und läuft in die Stadt. Der Tod holt sich 100 Leute. Alle Menschen rennen in ihre Häuser und verbarrikadieren sich. Und nach 4 Wochen verlässt der Student die Stadt und er sieht wieder am Stadttor den Tod sitzen. Und er läuft auf ihn zu und brüllt ihn an. Du hast gesagt, 100 Leute, 5000 sind gestorben. Der Tod steht auf, schaut ihn an und sagt zu ihm, ich wollte 100 Leute holen, den Rest hat die Angst getötet und die hast du in die Stadt getragen. Vor was hast du aktuell Angst? Die allermeisten Menschen haben Angst und in diesem Video schauen wir uns an, wie wir Angst für immer loswerden können. Angst vor einer unmittelbaren Gefahr, gerechtfertigt, ja oder nein? Wenn wir unmittelbar in Gefahr sind, hilft uns da die Angst oder hilft uns da vielmehr Intelligenz und unser ganz persönlicher Hausverstand? Das bedeutet, wir sprechen von einer psychologischen Angst und die zeigt sich in Unruhe, Unwohlsein, Ängstlichkeit, verstärktes Aufkommen von Denken, das heißt, wir denken immer noch mehr, von innerer Spannung und von zunehmendem inneren Stress. Und diese drei Faktoren nähren und befeuern unsere Angst noch zusätzlich. Beobachte es einmal bei dir selber. Der erste Punkt. Je mehr Aufmerksamkeit, das wir in die Zukunft legen, das heißt Denken in der Zukunft, desto mehr Unsicherheit entsteht und desto mehr Ängstlichkeit breitet sich aus. Hast du das bei dir selber schon mal beobachtet? Der zweite Punkt. Die Identifikation. Wie sehr bist du mit deiner Umgebung, mit deinem Status, mit deinem Erfolg, mit deinem Geld, mit dem, was du glaubst, was dich ausmacht, wie sehr bist du damit identifiziert? Je stärker das diese Identifikation ist, je stärker das diese Bindung ist, desto mehr Angst hast du, diese Dinge zu verlieren, dass sich diese Dinge verändern könnten, dass du nicht alles im Griff hast, dass irgendetwas passiert und sich das eine oder andere auflösen könnte. Und der dritte Punkt ist die Emotion. Zum Beispiel Angstzustände. Emotion entsteht, wenn das Denken sehr stark ist und die Emotion ist die körperliche Reaktion auf dieses intensive, starke Denken. Das heißt, ein Ergebnis vom Verstand. Zum Beispiel die Angst vor Verlust, die Angst vor Versagen oder die Angst vor Verletzungen. Und jetzt habe ich eine wunderschöne Übung für dich, wo du für dich selber einen Weg finden kannst, aus der Angst auszusteigen. Erinnere dich, beim letzten Streit oder bei der letzten Meinungsverschiedenheit. Man will sich verteidigen, man will sich rechtfertigen. Es kann doch nicht sein, dass der andere das nicht sieht oder nicht versteht. Und das alles gründet auf der Angst vor Verlust. Denn unser Ego, das was wir alle haben, darf natürlich nicht Unrecht haben. Und jetzt sind wir bei einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Mach mal diesen einen Versuch. Das nächste Mal, wenn du dich angegriffen oder in der Defensive fühlst, dann halte inne und triff für dich selber die Wahl. Entweder, so wie immer, reagieren, Widerstand setzen, sich verteidigen, Recht haben zu wollen, du weißt, was ich meine. Das machen die allermeisten Menschen. Oder das, was jemand zu dir sagt, diesen Angriff, einfach einmal jetzt so stehen lassen und nicht in Reaktion gehen und nicht Recht haben wollen. Diese Bindung zu diesen Worten einfach einmal lösen und die Ernsthaftigkeit aus diesem Thema jetzt gerade einmal rausnehmen. Wenn du das kannst, dann agierst du aus deinem wahren inneren Selbst heraus. Und jetzt zeige ich dir, warum Macht und Angst unmittelbar miteinander verbunden sind.
Macht über andere zu haben, ist reine Schwäche. Sie maskiert sich nur als Macht. Wahre Macht findest du, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit so nahe wie möglich im Hier und Heute bist. Wenn du dich an deine Essenz, an deine innere Kraft erinnerst. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du dreimal so viel Energie findest und Energieräuber einfach ausräumen kannst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiat dich!